Herzlich willkommen zur Mitternachtshow am Feuerwehrball 2019. Als freiwillige Feuerwehrmitglieder sind unsere Mädels und Burschen in verschiedenen Berufen tätig. Heute wollen wir euch zeigen, welche Tätigkeiten sie nachgehen und für sowas sogar noch ein Geld bekommen. Was mache ich denn dann, wenn ich nicht bei der Feuerwehr? Krankenschwester bin ich dann. Nimm die Spritzen, hau sie eine Radioma um. Wenn ich nicht bei der FF bin, was mache ich denn dann? Bürokoffer bin ich dann. Nimm den Ordner, schau hinein, schmeiß ihn in den Mist hinein. Applaus.
So, der Daniel hat es geschafft, hat eine kurze Krise, ist nicht mal kurz aus, aber der Mario hat das schnell wieder in den Griff bekommen. Dann darf ich euch bitten, dass ihr eure Jacken wieder mitnehmt. Wir kommen in Kürze zum Teil 2 unserer Mitternachtsshow. Als Feuerwehrkommandant ist es manchmal ein schwieriger Weg, den man gehen muss. Es fällt jedoch um vieles leichter, wenn man von den Kameradinnen und Kameraden auf diesem Weg begleitet wird. Thank you.
Schick, schick mir ein Foto. Das ist mein Foto, denn schick mir. Ich sagte, Schatzi, schick mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schick mir ein Foto. Dann schick ich dir auch eins von mir. Schatzi, schick mir ein Foto. Dann schick ich dir auch eins von mir. Das kommt ein Untertext. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto, wenn schenk mir nix sagt. Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von dir. Die waren sozusagen die Regieassistenten, die haben immer geschaut, dass wir alles haben, was wir brauchen, damit die Aufnahmen schnell vor sich gehen. Ein riesengroßes Dankeschön an den Kameramann und Schnittmeister, meinen Schwiegerpapa Josef Letschka. Ich glaube, der hat einen riesengroßen Applaus verdient für die viele Arbeit. Ein großes Dankeschön an die Nathalie und an die Tamara, die nicht nur für die Mitternachtseinlage verantwortlich zeigen, sondern auch natürlich das Vorbereiten der Eröffnungspolonaise. Sie haben ausdrücklich gesagt, sie möchten heuer keinen Blumenstrauß haben, sondern sie hätten lieber vielleicht vier Blumen, also sprich Four Roses. Von 2018, ja, Einsätze, Übungen, Schulungen, Veranstaltungen, einfach mal hinten auch in der Feuerwehr sitzen und aus all diesen Fotos haben wir euch ein großes Foto gemacht. Symbolisiert auch den Zusammenhalt, alle für uns. So, lieber Christopher, bitteschön und ein riesen Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, das Foto werden wir noch im Ausschuss machen. Die Leute sind schon alle tanzwürdig, die Band, denen juckt es auch schon in die Finger. Danke noch einmal für euer Kommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz, bleibt bitte noch da. Da wir noch ein bisschen gemeinsam feiern. Ich wünsche euch allen eine gute Nachhausefahrt und freue mich schon auf den Feuerwehrball. Nächstes Jahr mal wieder ein rundes Jahr 2020 hier in Engerstetten. Dankeschön!